Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen eine Partie in der FUT Champions Weekend League. United gegen die Rangers. Die Gastgeber könnten heute am Ende die nächste Stufe erreicht haben hier in dieser Weekend League. Das ist die große Aufgabe und ich bin gespannt, wie sie es angehen. Das ist Cruyff. Conte hat den Ball. Conte. Gute Aktion. Ball ist bei Mbappé. Könnte die Führung werden. Keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Ballverlust durch Cristiano Ronaldo. Im Angriff jetzt Kylian Mbappé. Jetzt holt er sich den Ball. Cristiano Ronaldo verliert den Ball. Er geht an Ramos vorbei. Geht nicht rein. Ganz enge Geschichte. Geschichte hier vom Aluminium geht der Ball ins Aus. Sie nehmen eine Auswechslung vor. James Tavernier am Ball Mbappé. Das ist genau abseits. Absolut klare Entscheidung. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Mbappé. Den Ball holt er gut verteidigt. Mbappé. Conte. Macht er gut. Cruyff. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Conte. Am Ball Mbappé. Die Baller. Frage kommt weit. Weiter gefährlich. Sie liegen nach dieser unglaublichen Glanzparade weiter knapp hinten. Ich glaube, wenn Sie weiter so Druck machen, dann fällt hier irgendwann der Ausgleich. Da kommt er raus und hält den Ball. Cristiano Ronaldo. Schöner Pass. Mbappé! Mbappé! Tor durch Mbappé! Das sind die Situationen, die er sucht, die er liebt. Und da macht er auch am Ende, was er will. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Dybala. Rabiot. N'Golo Conte. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Ja, mit viel Übersicht.
Die Rangers geben den Ballbesitz ab. Sergio Ramos blockt ab. Kanté mit dem Zuspiel, aber Gegner ist da. Da erobert er den Ball. Da hat Mbappé einige Optionen. Mbappé verliert den Ball. Da holt er den Ball zurück. Mbappé. Der Ballverlust durch Mbappé. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Enormes Laufpensum. Er geht hier weite Wege, um sich den Ball zu holen. Johan Cruyff jetzt. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Cristiano Ronaldos Pass kommt nicht an. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Und die Balleroberung, wichtig. Mbappé. Chance zur Führung. Hält jetzt erstmal den Ball. Der Ball kommt. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. 2-1. Hier ist noch alles drin. Cristiano Ronaldo. Lässt sich nicht vom Ball trennen, Mbappé. Wieder so ein klasse Pass. Und Ronaldo. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Sie drängen nach vorne. Guter Aufbau. Kylian Mbappé-Lotin. Ballverlust Mbappé. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2-1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde alles offen. Partie läuft wieder. Weiter geht's mit Durchgang 2 hier in der FAT Champions Weekend League. Ferland Mendy. Super Trick, er kommt vorbei. United mit dem Ballverlust. Mbappé. Kampf jetzt um den Ballbesitz. Neymar. Da geht er volles Risiko mit dieser Grätsche im Strafraum. Pelé im Ballbesitz. Geht gut dazwischen. Kanté, Mbappé. Klasse Chance jetzt. Kanté ist da. Das ist Cruyff. Kanté geht dazwischen. Rabiot. Da ist Sergio Ramos.
Conte. Kylian Mbappé Lothar. Da lassen sie den Ball gut laufen. Sergio Ramos. Mbappé. Zurück zu Mbappé. Conte hat den Ball. So, immer weiter läuft der Ball. Immer weiter suchen sie die Lücke. Rabiot. Conte ist das. United kommt. Blockt den Schuss erstmal ab. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Sie wechseln und es kommt ein weiterer Verteidiger, Buschi. Ja, nachzuvollziehen, Wolf. Sie liegen in Führung und wollen das bis zum Ende halten. Walker. Am Ball Mbappé. Mbappé. Pierre-Louis Melou. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt Eusebio. Ball bei Neymar. Sie kommen über den Flügel. Flanke soll zu Neymar. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. 3-1 heißt es also jetzt.